Hossa Internet, Bohemia Interactive, die Macher von Arma 3, haben eine neue Plattform für experimentelle Spielkonzepte vorgestellt. Die heißt Bohemia Incubator, und damit man sich besser vorstellen kann, was die damit vorhaben, hat man auch gleich zwei neue Spielkonzepte gezeigt, die die Community jetzt ausprobieren kann. Das erste ist Islands mit einem Y am Anfang, also nicht Y-Lands, sondern Islands. Und das ist so ein bisschen wie Minecraft, es ist ein familienfreundliches Sandbox-Spiel, da ist man auf einer Insel unterwegs und kann dann da aus den umherliegenden Materialien neue Gegenstände craften. Das Interessante ist, man kann das dann alleine oder auch im Multiplayer spielen und mit einem sehr, sehr mächtigen Szenario-Editor eigene Szenarien erstellen und die auch teilen. Und als Beispiel wird da angegeben zum Beispiel eine Ritterburg oder so ein Wildwest-Shootout. Das zweite Projekt heißt Project Argo und das ist eine Total Conversion von Arma 3 mit dem Ziel, das eher langsame Tempo von Arma 3 zu beschleunigen, um da schnelle, knackige Multiplayer-Gefechte rauszubekommen. Das Ganze ist darauf ausgelegt, dass da Fünfer-Teams, also zwei Fünfer-Teams, aufeinandertreffen und so eine Partie zwischen 15 und 30 Minuten dauert. Alle technischen Verbesserungen, die das Team bei der Entwicklung von Project Argo erzielt, sollen dann übrigens auch das Hauptspiel Arma 3 betreffen, also auch dem zugutekommen. Bohemia Interactive erklärt, der große Unterschied zu zum Beispiel Steam Early Access ist, dass beim Bohemia Incubator sehr, sehr viel frühere und verrücktere Konzepte ausprobiert werden und man auch gar nicht garantieren will, dass diese Konzepte dann auch weiter verfolgt werden. Deshalb sind der Großteil der ausprobierbaren Spiele da auch alle kostenlos. Ahoi! Bei den Kritikern ist Mafia 3 nur mit bescheidenen Wertungsergebnissen davongekommen. Je nachdem, auf welche Plattform man da guckt, ist der Wertungsschnitt entweder ein niedriger oder ein mittlerer 60er. Bei den Kunden schaut es aber anders aus, denn laut den aktuellen Take-Two-Geschäftszahlen ist Mafia 3 ein riesiger Verkaufserfolg. In der ersten Woche hat man davon 4,5 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert und digital verkauft. Und damit ist Mafia 3 eine größere Erfolgsmarke als die anderen 2K-Marken Borderlands oder NBA 2K. Der Take-Two-Chef Strauss Zelnick erklärt, dass man sich durchaus höhere Testwertungen erhofft hat. Man hat aber festgestellt, dass es Unregelmäßigkeiten im Testprozedere gibt und nicht nur man selbst, sondern auch die Konkurrenz hat das festgestellt. Es ist also davon auszugehen, dass er darauf anspielt, dass der Konkurrent Bethesda angekündigt hat, Testexemplare nur noch einen Tag vor Release an die Magazine rauszuschicken. Übrigens, Mafia 3 ist jetzt zwar das erfolgreichste 2K-Spiel innerhalb der großen Take-Two-Familie, ist aber noch ein anderes Gangsterspiel erfolgreicher, denn GTA 5 hat Stand jetzt 70 Millionen Einheiten verkauft und das ist vor allem der Langlebigkeit durch GTA Online zu verdanken. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann abfinden. Operation Red Crow heißt die nächste Erweiterung für den Multiplayer-Shooter Rainbow Six. Das hatte Ubisoft schon angedeutet. Jetzt haben aber einige Reddit-User, die schon Zugang zum Spiel hatten, mehr Details verraten. Diese Operation spielt in Japan und es gibt zwei neue Operators, nämlich die Operator Hibana und Echo. Von beiden gibt es aber jeweils nur ein Bild zu sehen. Was für Gadgets und Waffen die da mitführen, da gibt es noch keine offizielle Beschreibung davon. Ubisoft hat aber angekündigt, noch diese Woche mehr Infos zu Operation Red Crow bekannt zu geben. Das war's für diese Woche schon mit den News, denn ab heute Nachmittag um 14 Uhr geht bei uns der große Call of Duty Live-Event los. Ab 14 Uhr könnt ihr uns auf Twitch folgen und da die Kampagne zu Infinite Warfare und zu Call of Duty Modern Warfare Remastered verfolgen. Das ganze Event findet dann auch morgen noch statt, weshalb unsere Studiokapazitäten dafür eingesetzt werden. Die News gibt's deshalb erst am Montag wieder. Würde mich also freuen, wenn ihr da einschaltet. Ihr könnt da mitfiebern, Fragen stellen und auch eine PlayStation 4 gewinnen. Bis Montag, weiterspielen.